Hallo! Gestern startete die Zombie-Saga und da habe ich euch dieses Model hier vorgestellt, das ich jetzt auch öfter nutzen möchte, nämlich meine Zombie-Version. Leider kann ich mit dem Körper nicht ganz so viel anstellen, weil er sehr auffällig ist, also rausgehen damit ist schlecht. Viele von euch haben gesagt, hey, du kannst dich doch einfach schminken. Das stimmt, aber dann sehe ich ja basically aus wie immer und ich meine, das ist doch langweilig. Auf jeden Fall sind mir drei Vorteile eingefallen, die ich als Zombie habe. Im Vergleich zum Geisterleben. Erstens, ich kann Sachen essen und vertrage sie viel besser, weil ich wieder einen Verdauungstrakt habe und mein ganzes Essen nicht im Ektoplasma festhängt. Zweitens, Leute können nun nicht mehr durch mich durchlaufen. Und auch nicht Insekten können durch mich durchfliegen. Das ist super angenehm. Ich hasse es, wenn Sachen durch mich durchfliegen. Und drittens, ich bin ein Zombie, das ist doch schon super cool genug. Außerdem mag ich total, dass man auch meine Narbe sehen kann, wenn ich meinen Pony nach hinten streiche. Ich finde, das hat voll was. Nur das Sabbern, das Ständige, das muss ich mir noch irgendwie abgewöhnen. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. So ganz habe ich den Körper also doch noch nicht unter Kontrolle. Nun ist es an der Zeit, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Was möchtet ihr gerne zu meinem Zombie-Leben wissen oder soll ich bestimmte Sachen ausprobieren? Dann schreibt es mir gern, dann kann ich daraus auch eine ganze Saga aufbauen. Hehe.